Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns verfahren. Kann das sein? Muss mal kurz... Vielleicht sind wir irgendwo falsch abgebogen. Das könnte natürlich sein. Ja, sind wir. Gut, dann drehen wir einfach kurz um. Macht ja nichts. Also macht doch was, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das nichts macht. Wir müssen kurz zurücksetzen, Entschuldigung. Jetzt gleich habe ich mich festgefahren. Und da wird rücksichtslos in mich reingebrettert. Ja. Jetzt bin ich auch in jemanden reingebrettert. So, jetzt. So. Das hat jetzt niemand gesehen. So, das war jetzt einfach auch blöd von mir. Witzig, dass mir das mal wieder passiert ist. Es ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich mich verfahren habe. Naja. Aber es ist auch eine lange Strecke. Und ich mache die Aufnahme am Abend. Ich gönne mir jetzt einfach, oder ich erlaube mir jetzt einfach mal über Rot zu fahren, weil sonst kommen wir gar nicht mehr an. Wir haben schon 4 Minuten Verspätung durch meine Blödheit, das gebe ich ja zu. Ich war so mit einem Thema beschäftigt, ich weiß noch nicht mal mehr genau mit welchem, dass ich das einfach nicht... So, das wird jetzt hier auch noch und dann sind wir wieder auf dem Kurs, glaube ich. Hier müsste jetzt richtig sein, oder? Oder? Es ist eine sehr unübersichtliche Kreuzung. So, jetzt fahre ich aber, jetzt höre ich wieder auf mit diesem schlampigen Fahren, weil das ist einfach nicht okay. Aber das müssen wir jetzt einfach mal... Aber ich schneide es jetzt auch nicht raus, weil das ist irgendwie, das ist ja Blödsinn. Es ist ja jetzt passiert und dann kann man es auch drin lassen. So ist es halt jetzt. Es war meine Blödheit, dass ich einmal nicht auf den Richtungsfall geschaut habe. Muss ich zugeben, war mein Fehler. Guten Tag. Guten Tag. Und weiter geht's. Oberbahnscheid. So. Oberbahnscheid. Dürfen wir hier sogar. Mal gucken, ob wir die erreichen können. Mit dem schönen Neoplan hier. Ja, Haltewunsch haben wir. Da ertönte gerade das zarte Glöckchen. So, 83. Mehr kann er nicht. Sind die eigentlich alle bei 80 irgendwie gedrosselt oder also abgeriegelt oder wie sieht das aus? So. Guten Tag. Seien Sie mir gegrüßt. Bis jetzt wollte noch keiner ein Ticket kaufen. Habe ich den Ticketverkauf ausgemacht? Nee, ich glaube nicht. Wenn doch, tut's mir leid. Mache ich in der nächsten Folge wieder an. Heinzmannstraße. Nicht zu verwechseln mit der Heinzelmannstraße, ne? Das ist was anderes. Oh, hat er wieder einen Witz gemacht. So. 30-Zone, was steht denn da Schönes? Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt mit Parkschein Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr. Und danach? Danach nicht mehr.
Achso, da ist. Nee, ich habe den offenbar nicht ausgemacht. Denn da wollte gerade eine Dame einen Fahrschein haben. Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Es kommt immer dieser dramatische Moment in diesem Spiel. Bis zu einem Moment habe ich immer eine ganz gute Bilanz, bin ich eigentlich recht pünktlich. Und dann kommt der Wendepunkt. Ist hier nicht 30? Entschuldigung, Herr Polizist. Ich habe den gerade im Rückspiegel gesehen, deswegen war ich dann doch... Und ich bin ja schon 44 gefahren. Naja. Dann kommt immer der dramatische Wendepunkt und ab da klappt es nicht mehr mit der Pünktlichkeit. Es ist alles... Diese OMSI-Folgen sind, glaube ich, dramaturgisch durchdacht. Bahnscheider Markt. Ah, wir sind schon eine weiter. Bahnscheid Bahnhof. Bahnscheid Bahnhof. Kurzes Quiz, wer war ich? Diese automatische Stimme, richtig. Mensch, das ist aber echt eine lange Linie, ne? Bin ich schon lange nicht mehr gefahren, so eine lange Linie, aber finde ich gut. Hallo? Hallo. Boah, da kam aber gerade der Tod in den Bus. Hoi. Gucken, ob ich jetzt am Lenkrad sterbe. Boah, das sah aber wirklich nicht gut aus. Ich muss mal kurz eine Durchsage machen. Die Frau, die gerade reingekommen ist. Kleiner Tipp vom Busfahrer. Gehen Sie mal zum Arzt. Netter Tipp jetzt hier. Einfach mal am Rande hier. So. Ich muss übrigens mal die Folge nutzen, um die Deutsche Bahn zu loben. Passt jetzt vielleicht gerade nicht ganz, aber es fällt mir gerade ein. Ich muss es mal kurz machen. Und zwar ist letztens was passiert... was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich war nämlich kurze Zeit in Hamburg, also um genau zu sein, einen Tag. Morgens sind wir hingefahren, abends wieder zurück. Und sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückreise war die Bahn, und jetzt haltet euch fest, pünktlich. Und zwar auf die Minute genau. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Sonst war immer mindestens eine Fahrt totale Verspätung. 20 bis 60 Minuten mindestens. Oder eine Klimaanlage funktionierte nicht. Das war auch immer sehr. Aber das war diesmal nicht. Doch, eine Sache muss man... Das Bordbistro war nicht geöffnet in der auf der Hinfahrt. Auf der Rückfahrt, Entschuldigung. Weil, und das ist jetzt... Da muss... Das ist vielleicht ein bisschen... Also, Selbstironie. Weil der Typ, der dafür zuständig war... blöderweise mit einem verspäteten Zug kam und den Zug, wo er arbeiten sollte, verpasst hat. Ja, ist dann halt blöd, ne? Jetzt kommt der gute Griepentrog. Griepentrog. Oh, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier kann man heizen. Oder nee, man darf, glaube ich, nur 100, ne? Auf Landstraßen. Aber wir heizen trotzdem mal. Warum? Weil wir es können. Ist ja hier gerade alles frei. Wir haben keinen Haltewunsch, hier steht keiner, können wir weiterfahren. Genau, grüner Weg. Grüner Weg. So, ungefähr betont die das ja. So. Ah. Haben sie es irgendwie schon toll. Auch total entspannt. Aber ich nehme auch wieder ein bisschen
Nehmen wir jetzt noch ein bisschen American Truck Simulator bald auf. Und Landwirtschaft 2017 wollte ich auch noch aufnehmen. Ich weiß, dass viele von euch das nicht so toll fanden, aber ich habe das so abrupt beendet, weil das so nicht geplant war. Und ich möchte ein paar Folgen noch, weil ich das Spiel, wie gesagt, gar nicht so schlecht finde. Und vielleicht finden es ja auch ein paar von euch wenigstens auch nicht so schlecht. Man muss es ja sicher nicht selbst kaufen, aber man kann sich das ja dann vielleicht im Let's Play anschauen. Würde mich zumindest freuen. Und vielleicht, Bausimulator müssen wir auch mal wieder aufnehmen. Genau. Aber sonst, es erscheinen auch erstmal keine besonderen Spiele, die man so zeigen könnte. Wie ist eigentlich die Hupe? Ist das realistisch? Gehen wir nach. Wir machen mal das Fenster auf. Vielleicht hören wir es dann noch laut. Ja. Ich dachte, die wären schnell weg. So. Der beschleunigt ganz okay. Also es ist jetzt kein Highlight, aber es ist okay, finde ich. Also es liegt nicht am Modder oder sowas, sondern das ist vermutlich realistisch, die Beschleunigung. Aber ich meine nur, also das Busmodell jetzt in der Realität. Oh, sie sah auch nicht gut aus. Uiui, die Armen. Was man mit denen angestellt hat. Grüner Weg. Man meint, das sei dann irgendwie besonders gesund. Grün verbindet man ja oft mit Gesundheit. Offenbar ist dem nicht so. Ein Trugschluss. Oh, wir müssen hier links. Und dann hier wieder Leute reinlassen, wenn sie die Tür finden. Ah, sie finden die Tür. So, jetzt müssen wir uns mal langsam rantasten an die... Oh. Oh, da kommt ein Kollege, der biegt aber hoffentlich ab. Ja, tut er. Ja, dann fahren wir weiter zum Sternweg. Mittlerweile bekomme ich das auch hin. Es war am Anfang ein bisschen ungewohnt mit dem Weiterschalten. Weil, war halt ungewohnt. Also, ich habe es halt schon lange nicht mehr gemacht. Hier steht keiner. Können wir weiterfahren. Ist doch super. Damen. Wisst ihr, was als nächstes kommt? Herren. Oh. Boah. Das war auch wieder ein sehr, sehr delikater Witz. Aber in Damen will keiner einsteigen. Schade. Erholung. Da bin ich mal gespannt, wie die Leute aussehen, die da einsteigen. Wenn die auch so einen komischen Kopf haben, dann ist, stimmt irgendwas wirklich nicht. Komm, wir machen jetzt mal was. Lassen Sie mich bitte wieder rein. Danke. Ist auch niemand. Mensch, das ist ja richtig toll. Können wir richtig Verspätung hier aufholen. Aber wenn hier 70 erlaubt ist, dann darf man auch ruhig 70 fahren, ne? Ich sag das nur. Und da kein Gegenverkehr kommt. Boah, das war... Aber es ärgert mich immer, wenn die Omsi-Autos so langsam fahren.
Das ABS ist es, glaube ich, springt dann doch recht häufig heute an. Das sollte mir vielleicht zu denken geben. Komm, kleiner Gag, weil es so lustig war. Das klingt wie eine Autohupe. Ja. Das Tacho sieht aus wie vom Standard-Omsibus, diesem NL sowieso. Aber ist vermutlich ein bisschen anders. Oder vielleicht wurde es auch da verbaut. Ich weiß es nicht. Der Bus kam jetzt auch sehr, sehr überraschend für mich. Soll ich nochmal wagen? Nee, hier ist 50, dann mache ich es nicht. Dann lasse ich es sein, dann fahre ich vernünftig. Ach, die Amazon-Straße. Thema Amazon. Wenn ihr Sachen auf Amazon bestellen wollt, dann tut das doch über unseren Link. Das war jetzt nur ein Witz. Also könnt ihr tatsächlich machen, aber es war jetzt nur ein Witz, weil ich glaube, in der letzten Folge mal erwähnt hatte. Dass das hier manche so darauf hinweisen. Könnt ihr ja gerne machen, aber ich wollte es halt nicht machen. So, gut. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von OMSI 2 mit dem Neoplan 4016 auf der Map Alheim und Laurenzbach. Bis dahin sage ich tschüss.